Die Befreiung von den Haftqualen der DDR und die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, das versprach der Freikauf von politischen Gefangenen der DDR durch die Bundesrepublik. Insgesamt 33.755 DDR-Bürger konnten in den Jahren von 1963 bis 1989 durch Menschenhandel ihren Weg in die Freiheit finden. Einen umfassenden Überblick über ihre Schicksale bietet das kürzlich erschienene Buch Freigekauft, der DDR-Menschenhandel, herausgegeben von Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Wir wollen damit natürlich vor allen Dingen zeigen, dass die DDR in ihrer Menschenverachtung vor nichts zurückschreckte, indem sie ihre eigenen Menschen verkaufte. Uta Franke ist eine von den Freigekauften. Sie erinnert sich noch gut an ihre Ankunft im Westen. Ich muss ehrlich sagen, das war ein Gefühl, ich konnte es gar nicht richtig bewusst aufnehmen und ich hatte ein Gefühl, als wenn ich vom Mond gefallen wäre. Lange Zeit war der Menschenhandel in der DDR ein Tabuthema. Uta Franke hofft nun, dass das Buch Freigekauft dazu beiträgt, diesem Teil der deutsch-deutschen Geschichte wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen.